Der Zug hat keine Bremsen. Fährt er im Einzel weiter? Nach WM Gold und Silber für Denise Hermann-Wick geht es jetzt auf die Strecke, die sie zur Olympiasiegerin machte. Aber auch die frisch gebackene Verfolgungsweltmeisterin ist spätestens jetzt in Oberhof angekommen. Doch Favoritinnen bei den Damen gibt es viele. Eine ist die Titelverteidigerin, die im goldenen Trikot aufläuft. Dank Denise Olympiagold kann Deutschland alle Starterinnen einsetzen. Sophia Schneider und Hannah Kebinger überzeugten bislang. Die beste Schützin könnte im Einzel die Wende einleiten. Oh yeah. Und sind diese beiden Damen nach ihrer Krankheit bereit, um mitzumischen? Wer holt sich die Medaillen? Schreib's in die Kommentare. Also, Plätze einnehmen und anschnallen, denn